Oh, tut mir leid. Von der Armee diktiert. Hallo, noch ein. Lass mal sehen, was. Bis dann. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechend. Hier unterm Gürtel. Seit gestern. Du brauchst auch Geld, wie? Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Tja. Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben Sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und Sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen Sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Das geht dich leider nichts an. Was denn? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Bist du schüchtern? Sie ist echt umwerfend. Und du... nicht so sehr. Aber dafür bist du ein Hexer. Frauen stehen auf Hexer. Also, spuck's aus. Stehst du auf sie oder nicht? Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache? Ich
diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redania sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Radovid ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redania mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Sharni, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Sharni, bitte. Jammern bringt nichts. Hilf mir einfach. Ich jammere nicht. Ich mache mir Sorgen. Schon gut. Wessen Geist ist es denn? Es ist Olgierd von Evareks Bruder. Von Evarek? Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Esteken. Von Evarek. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit.
Weiser, hilf uns. Stein ist nass genug. Ich hasse Arbeiten. Und darum. Schneller! Beweg dich! Tötet ihn! Haltet ihn! Fehler! Verdammter Ziegenficker!
ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören.